Geh. Und lass offen, lass offen, lass offen, lass offen. Jetzt steil! Zu! Hohn im Kern! Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Harder Kern mit Goro bei dem Hühnerflüsterer. Huhn im Camp. Huhn aus Ei. Jawohl. Kann man das mal. Die anderen kannst du aber nicht verpaaren, ne? Nee. Oh, hast du eine Fackel? Dann stell mal bitte eine Fackel da drin auf. Ihr, damit ihr euch entscheiden könnt, wann ihr selber zu Chicken Nuggets werden wollt. Die kannst du ja wenigstens an die Wand hängen. Oh. Dankeschön. Könnt ihr euch selber entscheiden, wenn ihr zu Chicken Nuggets werdet. Am besten wäre natürlich Glowstone. Könnt ihr sie nicht verbrennen. Huhn im Camp! Ich hab's gewusst. Das Huhn im Camp. Warte. Ich zieh erst die anderen in die Ecke. Komm zu mir. Ich guck auf dich, weil du siehst ihn anders. Geh. Und lass offen, lass offen, lass offen, lass offen. Jetzt steil! Zu! Huhn im Camp! Oh Gott, ey. Diesmal warst du aber schuld. Ja, das ist, wenn du im Käfig bist, das bin ich Unglück. Die Tür war offen. Ich hab schon Pressure Plates gebaut. Kann das passieren? Skelett im Camp. Oh. Ach, da unten im Wasser. Das ist natürlich jetzt risky. Tschüss, Goro. Der ist unter Wasser irgendwie. Seit wann ist denn da offen? Der ist schon immer eine Höhle. Echt? Na, da ist er jetzt runtergespült worden. Das ist so gut, aber er kann ja wieder hochschwimmen. Dann lass ihn mal schwimmen. Oh! Was denn? Spinne tot. Was geht? Ja, da war eine Spinne. Spinne im Camp! Sie kommen! Hast du das Fleisch alles rausgenommen und so? Ist alles in der Foodkiste. Lalalalala, lecker. Ach. Wie sieht's eigentlich aus mit den Kühen? Alle wieder groß? Nice. Es wird Zeit für Runde 2. Liebe. Dreckige Liebe. Ich werde erstmal hier. Hast du sie schon. Fütterst du sie jetzt nochmal an oder was? Ich fütter sie nochmal an. Ich habe nicht genug für alle. So. Der harte Kern. Wenn man die Hühner nochmal anfüttern kann, weil das ist ja hier oberste Prio. Wir brauchen ja die Federn. Oberste Prio. Huhn im Camp! Diesmal bin ich nicht da. Musst du alleine machen. Ja. Na komm, verpaart euch mal! Zwei Hühner im Camp. Bier für euch. Ich hab da einfach Weed reingeworfen. Hast du jetzt die Hühner wieder drin, oder? Oh, noch ein Huhn aus dem Ei. Ja, oder sind die noch im Camp? Warte. Nee, sind alle wieder drin. Mach mal Tür auf, bitte. Also, ich hab jetzt zwei Hühner aus Eiern schon rausgekriegt. Das ist nice. Ach, guck mal, ja. Wir haben aber auch viele große Hühner mittlerweile, ne? Ja, ich hab die gerade schon verpaart. Da kamen nochmal zwei Babys dazu. Nice. Ja, das läuft. Das wird jetzt immer mehr. Irgendwann platzt dieser Käfig, dann gucken die Federn nur noch hier raus, weißt du? Nein, brauchst du nur noch einmal mit dem schweren Sharpness 3 durchgehen und dann macht das Sing! Nee, du zupfst dann einfach nur so die Federn von den rausdrückenden Hühnern so. Ist das dann noch Käfighaltung oder ist das schon Tierquälerei? Das ist schon Freiland, weil die gucken ja schon raus. Ach so, ja. Die gucken aber auch nur raus. Die kommen doch in die frische Luft, die drücken sich doch schon am Zaun. Ich weiß nicht, ob könnte man die noch draußen? Können die draußen laufen eigentlich? Oder kannst du die nur in so einem Käfig da halten wie wir? Wie hält man denn Hühner in Minecraft normalerweise? Auf einem Feld? Au.
Oder in einer automatischen Chicken Nugget Maschine. Aber sonst? Ist ja wirklich, gibt ja diese eine Bauweise, wo die kleinen Babyhühner überleben und sobald sie groß sind, verbrennen die ja. Komm in so ein, du kannst das bestimmt mit Sticky Pistons machen. Nee, du konntest die, weil die so nur halb groß sind, die Hühner, konntest du die Lava mit einem Slab. Wenn die großen Hühner draufgestanden haben, sind sie in die Lava gekommen und die kleinen stehen genau unter der Lava und verbrennen. Und sobald die groß sind. Verbrennen die Nuggets dann auch? Nee, die konnten dann in den. Die kamen dann in den Hopper rein. Ach Mann, Kakun. Ich habe keine Seeds, du musst das Huhn holen. Oh, es ist mittlerweile auf dem Feld! Es frisst sich satt. Zwei Hühner. Es hat gar kein Interesse an den Seeds. Hühner haben oberste Priorität. Einer. Na kommt! Nein, Babyhuhn! Babyhuhn! Komm her! Nein! Es ist auf dem Feld. Jetzt. Einer! Einer. Nein! Ach. Hier ist ein Huhn draußen. Komm du erstmal raus. Ist das Huhn draußen? Nee, hier ist eins draußen, ja. Komm her. Kommt. Komm. Ich schmeiß dir mal zwei Seeds zu. Oh, das ist nicht wahr. Umgedreht, instant hat's so losgelaufen. Komm her jetzt. Du kannst die Tür doch nicht auflassen. Ich kann mich nicht bewegen. 3, 2, 1, jeder für sich. Oh Gott, es ist oben. Ja, sorry dann. Deine Hunde sitzen hoffentlich. Ja, gut. Ich hol das Huhn. Es ist nicht mehr da. Es ist hier nach rechts gelaufen. Hä? Hast du es getötet? Es ist Chicken McNuggets jetzt. Oh nein, du kannst es doch nicht töten. So, habt ihr gesehen, was passiert, wenn man rausläuft? Guck mal, wie die dann die Ecke gucken. Oh nein. Das war. Du bist so grausam, Goro. Mir reicht's. Seht ihr, was passiert? Hoffentlich sitzen deine Hunde am Arsch. Die brauchen nicht sitzen. Vor allem, es ist nicht mehr da. Wo ist das Huhn, sagst du? Es ist nicht mehr da. Es ist weg. Sagt er mit vollem Backen. Es ist auf eine Reise gegangen. Es kommt nie wieder. Man kann die leider nicht von hier füttern, scheiße. Das ist geil. Guck mal in den Hühnerkäfig rein, bitte. Gleich, warte kurz. In den Hühnerkäfig? Was passiert denn da? Ah, das war du oben drüber bist. Ja, ich stehe oben drüber mit einem Essen und die so gucken so hoch. So, oh. Die freuen sich ganz toll. Guck mal, ich habe das jetzt hier gesaved. Nehm ich jetzt. Was hast du gemacht? Jetzt kann hier erstmal nichts mehr passieren. Hast du Lava hinter die Tür gepackt? Wir haben hier erstmal eine Safe Zone. Man kann aber nicht durch die Zäune füttern, das ist ein bisschen doof. Müsste es eine automatische Futtermaschine geben? Gibt's sowas? Ich glaube nicht. Ich hätte gedacht, mit so einem Dispenser oder so? Nee, der droppt das ja nur, ne? Ja, eben. Aber es wäre halt cool, wenn er das droppt und die Viecher fressen das dann. Mhm. Belastend. Weil wenn da 50 Hühner in dem großen Gehege sind, dann kannst du ja alle, die rauslaufen, kannst du töten. Ah, natürliche Selektion. Ich hab's erstmal gesaved jetzt hier. Ah ja. Damit sie nicht weit kommen. Doppelschleuse. Ne? Kann man die anmachen mit einem. Toll, jetzt hast du ein Erwachsenes getötet, weißt du?
Jetzt geht das nicht mehr raus. Das ist jetzt notgeil und bumst mich. Ich hab keine. Bist du wahnsinnig mit der Dings? Bist du wahnsinnig? Ich hab keine Seeds mehr, ist das Problem. Ich schmeiß dir welche hin. Na, die sind ja alle richtig gut angekommen. Warum fallen die denn? Geh mal zur Seite. Alle vor die Füße. Da sind jetzt ganz viele im Gehege drin. Ja, sollen sie essen? Nee, keine Ahnung. Huhn im. Huhn, mach doch zu! Du musst hinter dir zumachen! Wieso lässt du denn die Tür hier auf? Wieso lässt du denn die zweite Schleuse auf? Das ist schon mal ganz falsch, was du gewartet hast. Das ist die Safe-Schleuse. Die muss immer zu. Du lässt einfach offen. So, hier. Wie doof. Huhn! Im Camp. Ihr Kühe, ich hab 4 Hühner. Wofür braucht man nochmal Hühner? Für Federn. Da kannst du die Kühe nicht richtig. Hab schon 3 Wheat losgeworden hier. Na toll, dann ist eine, die da unglücklich verliebt ist. Nee, 4 habe ich jetzt. Na, dann ist alles gut. Ja. Ah, Stress hier. 2 Folgen mit den Hühnern verbracht, ey. Ja, das waren die besten Folgen im ganzen Projekt gewesen. Hast du wenigstens Federn aus den einem Huhn gekriegt? Du hast das eingesammelt alles. Ach ja, ich hab Federn. Flint. Feder. Sticks. Mit der Pfeile bauen. Du hast das alles eingesammelt. Jetzt habe ich 13 Pfeile. Oh, ich habe eine Idee, wie wir. Was denn? Haben wir einen Flint and Steel? Ja, habe ich. Kann man TNT mit Feuerpfeilen anzünden? Feuerpfeilen? Ja, mit Feuerpfeilen. Wir können auch keine Feuerpfeile bauen, oder? Aber wenn du hier. Kannst du doch machen hier. Kannst du doch entscharren. Auf dem Bogen. Auf dem Bogen. Power 1. Ich glaube, ich brauche noch einen normalen Bogen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine. Mein Crossbow irgendwie nicht so geil ist. Ich habe jetzt einen Unbreaking 2 Power 2 Bogen. Unbreak my heart. Unbreak. Oh, ich habe noch ein Ei. Ja, du kannst auch warten, bis du mehrere reinhauen kannst. Unbreaking 2 kostet tatsächlich 18 Level und ich habe nicht so viel. Ich habe nur noch 3 Level. Ja, wir müssen mal wieder schlechten da draußen. Eine Chest. Okay, warte, ich baue mal was für die Hühner, Goro. Warte mal. Ich versuche mal was. Ein Hopper. Zum Beispiel. Und dann laufen die auf Hoppern rum und da fallen dann die Eier alle rein. Genau! Aber die haben jetzt ja relativ viel Platz. Aber ich kann nicht den ganzen Boden verlaufen. Ich mache so 2 Hopper. Das ist ja doof. Ich weiß gar nicht, wie Hopper hier in Vanilla funktionieren. Ja, aus Eisen und dann, wie so ein Hopper aussieht. Ja, halt. Aber funktionieren die dann genauso wie in den Modpacks? Ja. Oh, das Huhn! Ganz knapp! Ganz knapp, Nephi. Ich höre nur Schritte links an der Schleuse. An der Schleuse. Huhn im Camp. Egal. Huhn im Camp. Hallo. Kannst du nicht einfach einen Huhn im Camp haben? Hab sie da reingeholt. Das sieht doch nice aus. Können wir das so anbieten? Hühner, ihr seid im Weg. Alle. Allesamt. Geht weg.
guck mir gerade an, wie du das machst. Wie so ein echter Profi. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ja, du nimmst Seeds in die Hand und dann gehst du hinten in die Ecke und dann. Nein, ich will da Hopper hier irgendwie verteilen. Achso, ja, dann buddelst du halt einen Hopper ein jetzt. Ja, aber wir müssen ja in die Kiste kommen. Du musst eine Kiste da drunter haben, ja. Dann muss der Hopper vorne stehen und dann muss das. Der Hopper muss hier sein und die Kiste dann unterm Zaun. Ja. Wie die alle gucken. Kann man Kisten unterm Zaun noch öffnen? Ja. Sobald die sehen, dass sie da ausbrechen können, brechen die aus, ne? Ah! Like I said. Und jetzt mach den Hopper rein. Nein. Da ist jetzt ein Hopper drin. Ja, ich weiß. Lass mich mal in die Kiste. So, jetzt kommst du. Wenn sie ein Ei fallen lassen in der Ecke, fällst du wenigstens rein. Kannst du den Hopper mit dem Hopper verbinden? Ja, aber dann ist hier ja kein Gras mehr. Ist ja auch doof. Na, da. Die kannst ja die eine Ecke, die eine Seite kann ja mit Hoppern sein. Wir können auch Wasser reinmachen, dann werden die alle in die eine Ecke gespült. So, warte mal, ich schmeiße ein Seed hier rein. Ist der jetzt in der Kiste? Der ist jetzt tatsächlich in der Kiste. Hm. Okay. Ich stehe mit meiner Armbrust. Ich ist geladen. Wir müssen den aber wirklich genau auf den Hopper legen, ne? Gibt's einen Staubsauger in Valinda? Ja, oder die laufen halt auf Hoppern, das geht halt auch. Alles voll mit Hoppern. Ganz schön viel Eisen, was da im Verballern. Ist auch ganz schön. Das Gehege wird kleiner. Da hatten die Hühner das so schön. Das ist ja nur eine Idee gewesen. Ja, oder wir arbeiten halt mit Wasser. Dass wir es rüberspülen die ganze Zeit? Ja. Aber dann werden die Hühner auch rübergespült, das ist auch doof. Ja, ist ja der Sinn, dann sollen sie auf den Hoppern sein. Ja, aber das ist ja auch gemein. Goro. Wir haben diese Hühner in einen Käfig gesperrt und machen Massenzucht. Inzest gerade quasi. Und du redest hier von gemein. Das ist doch gemein. Das ist doch gemein. Guck mal, wenn die da stehen, ist alles gut. Da ist ja, ja zum eben. Beispiel ein Seed im Hopper. Kann ich noch welche verpaaren? Einer, wir müssen jetzt einen, können wir einen einstellen von den Zuschauern, der immer hier den ganzen Tag steht mit Seeds in der Hand? Hier so? Genau hier, ne? Genau so. Den ganzen Tag hier mit Seeds in der Hand. So einen Villager hier hinstellen. Der die ganze Zeit, der die ganze Zeit Seeds anbietet. Ja. Okay, sollen wir machen. Ja. War ja nicht so produktiv, ne? Die Idee war nicht so schlecht. Na, wir haben unser Haushalt weiter ausgebaut. Wir werden halt wieder häuslich. Im Alter wird man häuslich, wurde uns gesagt. Ja, ist halt auch neues Jahr, ne? Da will man ja vielleicht den Traum vom Eigenheim und so. Man will auch ein bisschen. Man will auch ein bisschen sanft. Was willst du? Wir werden alt, Goro, wir werden alt. Ja, da saß der Hund auf dem Kopf hier. Goro wird ja jetzt auch dann bald der Lehrer mit der Lederaktentasche und. Ist das dein Hund oder ist das mein Hund? Welcher? Mein Hund sitzt draußen. Ach ja, deiner sitzt draußen. Der passt hier vorne auch. Spinne. Ja gut, nächstes Mal machen wir dann, dann haben wir auch genug Hühner, dann haben wir auch genug von dem anderen Zeug. Und dann machen wir mal ein bisschen Action, wa? Oder? Können wir endlich Pfeile bauen, ja. Können wir endlich Pfeile bauen. Wir haben jetzt die Hühnerzucht, das haben wir heute geschafft. Wir haben auch heute. Jetzt haben sie da ein Ei hingelegt. Ja. Da müssen auch Hopper hin. Da hinten auch. Oh Gott, überall. Alle überall Hopper! Also doch. Weiß nicht. Das ist das Technischste, was wir in diesem Modpack schaffen. Das ist überall Hopper. Ah! Du hast noch eins. Ah, schade. Hast du noch Seeds? Ja. Dann los. Aber ich glaube, die schauen uns mittlerweile. Die kommen nicht mehr. Sobald eins war plötzlich, sind plötzlich alle geil.
Das sind schon einige Hühner jetzt mittlerweile. Ja, wir hatten zwei. Ich finde, das ist klasse, dass man von zwei. Und wir haben die Kühe auch einmal geschlechtet. Ich finde, das ist klasse. Das finde ich jetzt toll. Finden wir heraus in der nächsten Folge, wie viele Hühner wir da mit haben. Massentierhaltung ist toll, liebe Kinder. Massentierhaltung ist toll hier in diesem Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.